Unser Arabella Moosleitner hat ein Buch geschrieben, ein Wiesenhandbuch. Das heißt O-Zapft ist. Dahinter steckt nämlich der Buchautor und Komiker Moses Wolf. Und heute geht's um die Bräurosel, Moosleitner. Genau, servus beieinander. Also das Wort Bräurosel kommt jetzt nicht von Bräuross, wie manche Leute vielleicht irrtümlicherweise glauben, sondern das war der liebevolle Kosename der Brauereitochter Rosi Pschorr. Im Jahr 1901 malte damals der Hofmaler Karl Schultheiß das erste Gemälde der Bräurosel, das noch heute sehr berühmt ist. Das malte er damals auf die Giebelwand der ersten Pschorr-Festhalle auf dem Oktoberfest. Das Zelt hat während der Wiesenzeit sogar eine eigene Jodlerin, die mit bayerischem Urgesang für Stimmung sorgt. Zur Ehren der Rosi Pschorr hört sie während der Wiesen auf den Namen Bräurosel. Morgen erzähle ich Ihnen was über die Wiesenbedienungen. Servus! Radio 1.